Und was passiert dann, wenn man so weit gekommen ist, in Erkenntnis dieses verlorenen Objekts klein a, das zu umkreiseln ist, aber nie einzuholen sein wird, wenn diese Planetenkreisbahnen verlassen werden, so tritt zumindest eine ungeheure Erleichterung ein, enthoben zu sein von diesem Genießensimperativ des Lochstopfungszwangs einer kapitalistischen Gesellschaft oder kapitalistischen Gesellschaft, die auf diesen matrilinearen Mangelspaltzwängen ihre ganze Erhaltungsenergie zieht und den Konsumterror betreibt, was ja nur ein kleiner Nebenaspekt ist, dass die Ersatzobjekte, der Warentäuschtauschhändel nur jene Kompensation sind, dass das Ding selbst, das Leckerding, nicht auch nie zu erreichen ist und auch nie zu stopfen ist, aber man nicht anders kann, als es immer wieder zu versuchen. Irgend so ein chauvinistischer argentinischer Kapitän hat mal jovial in einer Talkrunde gesagt, es gibt 3 Milliarden Frauen auf dieser Welt. Man kann unmöglich alle ins Bett kriegen, aber man muss es wenigstens versuchen.